So Leute, Tag Nummer 2 hier bei unserer großen Umzugsaktion. Und wir haben Besuch bekommen. Gucken wir mal eben, wer heute noch alles am Start ist. Übrigens, heute sind die Möbel gekommen fürs Wohnzimmer und fürs Schlafzimmer. Und wir versuchen das quasi jetzt aufzubauen. Ich denke, wir sind Resen. Hier mit den Leuten. Hi. Hier sieht es also jetzt noch chaotischer aus. Sind überall Kartons und die Couch ist am Start. Könnt ihr hier sehen, also noch verpackt, weil das Wohnzimmer ist noch nicht fertig. Und meine Familie ist da. Heute hier mein Bruder Chris. Guten Tag. Guten Tag. Mein Bruder Jamal. Hallo. Hallo, der Papa Smoke. Ja, Tjelda macht Wäsche gerade klar hier. Hast du eine Schere? Achso, ja klar, Mann. Hey, zufälligerweise habe ich gerade eine Schere in der Hand. Okay, Schraubstock. Was? Irgendwas, was hier so klemmen würde. Ja, genau, deswegen nehme ich den Winkel, der ist allerdings, ne, wahrscheinlich. Was? Wir brauchen einen Schraubstock. Warte, mach auch mal was, du bist nur am Filmen. Ich will auch so eine Klemme, ne? So, ja. Das mache ich natürlich extra, damit ich nicht unter uns. Damit ich nicht. Einen Schraubstock, ne? Damit ich nichts mache. So irgendwas, so Schraubzwinger. Ja, sowas hier. Was für eine Schraube ist, ne? Nee, nichts Schrauben. Ne? Schraubzwinger. Hier übrigens die Bedienungsanleitung. Dann müssen wir das leimen. Du musst das leimen. Und dann muss festgemacht werden. Irgendwas, was das festdrückt. Hast du sowas? Reicht auch so ein Akkubohrer? Nein, Mann. So was? So das da, so zum Festgehen. Nichts zum Schrauben, was zum Klemmen. So, dass der Leim. Ach so, nur damit das fest bleibt, ne? Ja, so dass der Leim. Damit das fest bleibt. Du musst ja einfach am Boden stellen, damit das Leim. Nee, das muss richtig mit Druck. Ich will was aufstellen. Ich kann zum Baumarkt fahren, aber und das kaufen. Ja, aber brauche ich jetzt dann. Okay. Hallo, Herr Prinz. Hast du was zum. Das wäre intelligent. Brauchst du was? Nee, nicht. So eine Klemme hast du nicht zufällig bei, ne? Nee. Für, weißt du, so Sachen festzuklemmen? Ja, ich hab. Leute, ich glaube, ich muss die Kamera mal kurz wegstellen und das Problem hier beseitigen. So, ich war jetzt gerade beim Baumarkt und hab gerade mal geguckt. Jo, Jamal, zeig mal das Ding, was wir brauchten. Das ominöse Teil, was wir nicht wussten, was es ist. Sowas. Damit schraubt man Sachen fest, habe ich heute gelernt, die man vorher geleimt hat. Und damit werden wir jetzt den Schrank aufbauen. Ja, muss nicht ganz. Wie viele von den Dingen haben wir? Zwei. Drei. Reicht das? Bei dem Paket, ja, man. Jetzt ist es drauf. Ja, okay. Also langsam, ne? Oh. Alles klar, ich halte euch auf dem Laufenden. So, wie ihr sehen könnt, draußen ist schon dunkel. Aber der Schrank ist. Kurz gucken hier. So, der Schrank ist so gut wie fertig. Nur noch so ein paar Kleinigkeiten, die innen drin gemacht werden müssen. Aber es hat den ganzen Tag gedauert. Jetzt gehen wir weiter. In die Küche. Das ist die nächste Baustelle. Hier haben wir irgendwann mal angefangen, aus Verzweiflung schon mal Wohnzimmermöbel fertig zu machen. Wobei man eigentlich nicht von fertig machen sprechen kann. Gehen wir nochmal weiter, weil die dritte Baustelle. Das Studio. Studio. Auch noch nicht fertig. Also wir haben noch mehr zu tun, als wir gedacht haben. Es wird immer chaotischer. Ich hoffe, Tjelda, die ist nämlich unterwegs jetzt gerade. Ich hoffe, Tjelda schlägt mich nicht, wenn sie nach Hause kommt und die Sachen sind noch nicht zu 100% fertig. Okay, Tag Nummer 2 ist fast vorbei, wie man sieht. Wir haben viel geschafft. Diesen kleinen Teil des Wohnzimmertischs haben wir jetzt fertig. Ihr seht, es wird immer chaotischer hier. Überall stehen so Klamotten rum. Aber der größte Teil des Kleiderschranks steht. Das Wohnzimmer, muss ich mal eben gucken, ist zumindest fertig gestrichen, aber
Ist gerade dunkel, Licht funktioniert nicht. Müssen wir mal bis morgen warten. Keine Ahnung, ob das gut geworden ist. Auf jeden Fall gehen wir mal kurz in die andere Wohnung. Hier ist das absolute Chaos ausgebrochen. Das sieht wirklich aus wie ein riesiger Abstellraum. Hier stehen überall Sachen rum. Vorsicht. Nicht, dass ihr euch verletzt. Aber wir haben zumindest im Studio den Teppich gelegt. Ich hoffe dadurch so ein bisschen die Frequenzen hier in dem Raum beeinflussen zu können, sodass mir später das Mischen von der Musik leichter fällt. Tialda ist immer noch unterwegs. Die kommt gleich in, keine Ahnung, ein, zwei Stunden. Hier, guck mal, hier sind meine schönen Gitarren. Keine Ahnung, wo die noch hinkommen. Wird sich noch rausstellen. Jetzt bin ich erstmal froh, wenn ich irgendwie zumindest ein Zimmer mal fertig haben könnte. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich denke, morgen werde ich euch auf jeden Fall noch mal ein bisschen was zeigen. Und hoffe, wir kommen dann noch mal ein ganzes Stück weiter. Bis dann.